Und deswegen machen wir gleich weiter mit der Wahl der Rechnungsprüfer. Und da bitte ich dann einfach um Vorschläge oder um Kandidierende. Ich schlage den Volker Weidmann vor. Ja? Okay. Würdest du nach vorne... Also die Frage auch für den Stream ist, war, ob ich an den Wahlleiter übergeben muss. Nein, muss ich nicht. Ja, ich kandidiere. Super. Also bleibt einfach nur, dass man auch sieht, wen man wählt, falls jetzt einer nicht mitbekommen hat. Da meines Wissens nach Schiedsrichter auch durchaus Rechnungsprüfer sein dürfen, ist mir die einzige Sache, die sie sonst noch machen könnten, würde ich auch kandidieren. Super, danke. Ich würde gerne den Norbert Kronmeier vorschlagen aus unserem Kreis Verband Groß-Gerau. Der hat da in der Vergangenheit auch schon gute Arbeit geleistet. Gut, für den Stream nochmal. Also ich weiß, das Mikrofon hängt gerade ein bisschen seltsam. Aber genau, versucht so, dass man laut und deutlich, also ungefähr so laut wie ich jetzt. Ich schlage den Norbert Kronmeier von unserem Kreisverband vor, mit dem wir ja schon gute Erfahrungen gemacht haben. Magst du? Gut. Gut, wir haben drei, wir dürfen drei. Nee. Also wir dürfen nur drei. Gut, und dann, es könnten natürlich mehr kandidieren, wenn ihr das wollt. Aber da ich niemanden mehr sehe und auch nichts höre, machen wir jetzt mit der Wahl. Ich würde die Wahl in Samtheit machen. Und nur wenn die abgelehnt oder keine Mehrheit findet, machen wir es einzeln. Gut, wer stimmt für die drei Rechnungsprüfer und wer dagegen? Beide.